Endlich ist er da. Es hat wirklich lange gedauert. Er ist megamäßig erwartet. Viele Kunden haben danach gefragt, wann kommt der neue Camcorder von Sony, der mal wirklich alles kann. Und hier ist er. Und alle Details weiß Reiko Beitz. Herzlich willkommen auf der IBC und sind auch gleich zwei da davon. Ja, es sind nämlich zwei Camcorder. Also es ging gleich mehr Wünsche noch in Erfüllung. Und alle Details schauen wir uns jetzt gleich mal an. Also wir starten mit der Z200, die gleichzeitig so ein bisschen die NX800 ist. Denn eigentlich alles, was wir jetzt im Kommenden sagen, gilt für beide Kameras. Aber es gibt ein paar Unterschiede und die sagst du uns jetzt. Genau, da kann ich jetzt auch gleich drauf eingehen. Die Unterschiede ist der SDI, 12G SDI. Ja. Und also insgesamt gibt es drei Unterschiede. Das ist einer davon. Der zweite ist der Timecode Eingang und Ausgang. Und der dritte, das ist ein Update, was in der Zukunft, also nächsten Sommer kommen wird, der MXF-Codec, auch mit Interlaced für alle, die das noch brauchen. Ja, also das ist sicherlich eines der großen Vorteile, dass man jetzt endlich eine Kamera hat, die Interlaced hat. Insofern vergessen wir diesen Punkt, aber tatsächlich für manche Fernsehanstalten ist das offenkundig noch ein Thema. Ja, Timecode in, Timecode out, vielleicht nochmal kurz erklärt, das ist eine relativ einfache Geschichte, wenn man mit mehreren Kameras aufzeichnet, dann ist eine sozusagen, früher hat man gesagt Master-Slave, darf man nicht mehr sagen, einer ist Master-Client, sehr gut, das heißt einer gibt den Takt und der andere nimmt den entgegen und auf die Art und Weise haben einfach alle Kameras, die hier in Reihe miteinander verkabelt sind, per BNC-Kabel, haben alle den gleichen Timecode. Weil einer ja den Ton aufnimmt und dann kann man das schön synchronisieren. Also im Prinzip ist das Synchronisieren ja super einfach, weil in dem Moment, wo die alle den gleichen Timecode haben, legst du die alle untereinander, weil die, ja. Genau, dann passt das. Genau. Man sieht ja jetzt diesen Formfaktor. Man würde ja jetzt denken, gerade wenn man jetzt so Nachrichten schaut, dann sieht man ja, erkennt man den ja wieder. Und das haben wir jetzt ja, sag ich mal, am Anfang der Messe auch gedacht, dass das recht limitiert ist von den Anwendern. Ja. Aber das ist gar nicht mehr der Fall. Ja. Und so viele Leute, die sich die Kamera angucken und die auch aus den Bereichen, sag ich mal, Dokumentation, Cinema sogar kommen und sagen, Mensch, den kann ich nehmen, damit kann ich schnell drehen, das ist einfach zu handhaben und hat alles drin. Und was alles, da können wir ja gleich mal drauf eingehen. Ja, also ich meine, du sprichst mir aus der Seele und es ist ja auch so, viele Kunden wollen diesen Camcorder-Faktor, weil es ist halt so, du musst nicht irgendwas ranschrauben, es ist alles dran, das Teil kann ewig aufzeichnen, es hat ein Objektiv, wo du super zoomen kannst, es sind die Anschlüsse dran, die du erwartest, es fällt nichts runter, das Teil ist sofort drehfähig, es sind alle Automatikfunktionen drin, die man braucht und es sind eben auch die Sachen jetzt drin, auf die wir eben seit Jahrhunderten warten, nämlich die Anforderung war, wir wollen Camcorder, der mit einem 1 Zoll Sensor, der mindestens 4K 5060p macht. Und was macht der jetzt? Der macht 4K 120. Ne? Das auch, musste sein. Auch ungewöhnlich für diese Art von Formfaktor. Da habe ich selbst gestaunt, aber dadurch halt auch wieder universell einsetzbar. Ne? Da kann man auch mal die eine oder andere Slow Motion mitdrehen. Und du hattest jetzt schon gesagt, 1 Zoll Sensor, also da haben wir die neuesten verbaut. Ja. Und mit diesem Sensor haben wir natürlich auch die ganzen, die allerneuesten Autofokus-Funktionen verbaut mit Gesichts-Augenerkennung für Menschen. Aber auch, was die neuen Alphas halt auch haben, dieses Auto-Framing. Mhm. Sodass man sich auch ganz allein vor der Kamera hinstellen kann, sich bewegen kann und diesen dynamischen Inhalt, also dass das Framing mitgeht, erzeugen kann. Sodass es immer so aussieht, als ob da drei hinter der Kamera stehen, dabei steht nur einer vor der Kamera. Ja. Ne? Also jetzt hast du ja zwei Mega-Features miteinander verbunden. Das eine ist ja tatsächlich eine Geschichte, die relativ häufig angefragt wird, nämlich einfach einen perfekten Autofokus, weil ich einfach mich nicht ärgern will, ist die Schärfe da oder ist sie nicht da. Gerade wenn ich 4K drehe auf einem kleinen Display, sieht es vielleicht scharf aus. In Wahrheit war es nicht ganz scharf und dann habe ich Aufnahmen in guter SD-Qualität statt in 4K, wo ich einen 4K-Camcorder habe. Mit dieser Automatik, die ja wirklich erprobt ist von den Alphas, ist es jetzt hier in einer Art und Weise umgesetzt, wie man es wirklich einfach haben will. Das heißt, ja, Haken drunter, es funktioniert. Ja. Und das andere, das ist ja tatsächlich wirklich ein Gimmick, aber ganz netter. Und zwar eine Situation wie jetzt eigentlich auch hier bei uns. Ja. Das heißt, wir stellen die Kamera irgendwo hin, haben keinen Kameramann, bewegen uns aber und dann schwenkt die Kamera selber mit, ohne mitzuschwenken, weil sie einfach einen Bildausschnitt macht. Ne? Innerhalb des Sensors halt gibt es den Ausschnitt und da kann ich halt auch viele Parameter noch einstellen, ob der größer, kleiner wird, in welcher Schnelligkeit, ob der nur, der Crop-Faktor praktisch nur, also der Ausschnitt nur über HDMI ausgegeben wird
oder halt in der Aufnahme landet oder auch nicht. Ja. Das kann ich halt alles einstellen, und um da halt auch ein Livestreaming zu machen und gleichzeitig in voller Bildqualität aufzunehmen. Ja. Also viele Sachen möglich, ja, damit. Okay. Ja, dann würde ich sagen, du hattest ja schon den Zoom angesprochen. Ja. Und weil es auch einer der Wünsche ist. Also dieses 4K 5060p in einem Camcorder ist das eine, aber der andere Klassiker ist, ich meine, man spricht von einem guten Weitwinkel, wenn der irgendwo so, keine Ahnung, bei 30 mm ist. Ja? Und jetzt sind die dann irgendwann, waren sie mal vielleicht sogar bei 28 und dann hat man aber doch die Drehsituation, bist mit so einem Camcorder unterwegs, hast einen engen Raum und denkst dir, Mensch, jetzt brauche ich doch so eine Wechseloptik, die bei 24 anfängt, ja, oder so, ne? Das sind ja bei uns die Klassiker, das 24-70 und so weiter, was wir an den Alphas einsetzen als Klassiker-Objektiv. Und hier haben wir das jetzt auch. Ne? Hier haben wir 20-fach optisch, vorher hatten wir mal 12-fach, ja, bei den 1-Zoll-Geräten, wie wir sie kennen. Jetzt 20-fach, beginnend bei 24 mm. Und das ist natürlich echt cool. Und dann, das ist geil. Und dann geht es bis, ja, um es mal zu übersetzen, als Äquivalent bis 480 mm. Und viele, die vielleicht halt auch den Klarbildzoom nutzen, die können dann natürlich noch mit Faktor 1,5 oder im HD sogar auf 2,0 nochmal erhöhen das Ganze. Ja. Und damit treibt man ja eigentlich allen Leuten die Sorgenfalten auf die Stirn, die jetzt eben eine Wechseloptik haben, weil ich meine, 24-70, du sagst es, das ist ein mega Dreifachzoom. Ja, auf jeden Fall. Was wir halt auch haben, viele kennen ja solche Art von Camcordern gar nicht mehr, das hat der Uli ja gerade gesagt, die waren ganz erstaunt über diesen Zoom und dann lesen sie 1 Zoll und sagen, och, ich brauche aber Bokeh und ich brauche schöne Hintergrundunschärfe, aber man soll das mal gerne ausprobieren mit 1 Zoll und dem 20-fach Zoom, da kriegt man auch eine Hintergrundschärfe hin. Also deswegen der Autofokus ist halt auch gut, dass der dann auch funktioniert, ja. Also ich bin eher in dem Camcorder-Sektor ein totaler 1-Zoll-Sensor-Fan. Das muss man vielleicht auch nochmal erklären, warum. Weil es gibt ganz oft Situationen, wo ich mehrere Leute filme, irgendwie eine Talkrunde oder selbst wenn es ein Theaterstück ist. Und dann ist manchmal diese Mega-Sinne, dieses Aufblumen, diese Unschärfe, die ist zwar ästhetisch toll, aber es hilft mir nichts, wenn ich eben jetzt auch eine Dialogszene habe oder wir zwei jetzt miteinander reden, dann muss ich ständig sozusagen hin und her. Während mit einem 1-Zoller bin ich halt im gleichen Schärfenbereich und dann kann ich mir das sparen. Und das ist sehr, sehr praxisnah und es entspannt auch die Aufnahmesituation, wenn ich mir nicht ständig Sorgen machen muss, ob jetzt alle immer scharf sind, weil oft sind es ja Veranstaltungen, die ich da drehe und ich kann das ja nicht wiederholen. Ja, wenn es unscharf ist, ist es unscharf. Und gleichzeitig ist der 1-Zoll auch ein guter Kompromiss, was Bildqualität angeht, auch in lichtschwierigen Situationen. Nicht im absoluten Lowlight, wie wir es von Vollformat kennen, aber sprich in-house lässt sich damit auch sehr, sehr gut arbeiten und das machen ja schon viele. Ja. Genau. Nee, also deshalb, wir wollten das lange haben. Viele Kunden, also es ist wirklich zum Teil wöchentlich, spreche ich mit Kunden, die eben genau das gesagt haben, das will ich, wie schaut es denn aus, wann kommt denn da was? Und ja, deshalb ist die Freude tatsächlich groß. Und jetzt kann man sich natürlich denken, naja, jetzt bringt ihr quasi hier einen Nachfolger von, ich sage jetzt mal, das ist eigentlich für mich ist der Nachfolger von der Z150, die aber ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und da habt ihr jetzt eigentlich in jedem Bereich habt ihr jetzt was draufgepackt und das ist sehr schön. Ja, ist ja, also offiziell ist der Nachfolger von 150er und von der Z190. Ja. Wer jetzt sagt, der Formfaktor von der Größe her passt das für mich, der kann das natürlich auch als Ergänzung für die Z90 nehmen, die aber weiterhin noch existieren wird, aber das geht natürlich auch dadurch, dass ich jetzt auch 4K 120 und so weiter, jetzt die neuesten Sachen drin verbaut habe. Und wir haben ja jetzt gerade über Licht herausfordernde Situationen gesprochen, wo man wenig Licht hat. Aber draußen kann es ja auch passieren, ich habe zu viel Licht. Und dann kennen wir das ja von den Camcordern, dass wir unsere schönen optischen Filter eingebaut haben. Ja. Wir kennen das aber auch von den FX-Modellen, FX6, FX9, dass wir da einen schönen variablen ND-Filter haben. Stufenlos regelbar, sprich bei der Aufnahme kann ich den verändern oder auch verändern lassen. Und den haben wir hier auch eingebaut. Ne? Den elektronischen variablen ND-Filter mit Auto-ND-Funktion. Und das ist eben auch etwas, was, also da hat man wirklich jetzt lange drauf gewartet, dass das in diese Camcorder-Klasse runterkommt, weil es gab es bisher halt einfach nicht. Ja. Punkt. Ja. Genau. Also in der letzten Zeit hatten wir diese Camcorder wenig angeboten. Wir haben sie ja bei dem einen oder anderen, sag ich mal, in der Größe schon verbaut. Aber jetzt hier passt es halt wunderbar, ne? Mit dem 1-Zoll-Sensor. Ja. Okay, nochmal zu dieser Lichtthematik. Wir haben ja noch ein Feature, was die Lichtthematik angeht. Es ist vielleicht ein bisschen nischig, vielleicht ein bisschen speziell. Das hat man sehr oft das Feature bei den kleineren Geräten eingebaut. Das ist die Nightshot-Funktion. Ne, wo wir halt, sag ich mal, mit Infrarotlicht arbeiten.
Und das könnte zum Beispiel für die Behörden interessant sein oder auch für das Thema Tierfilmer. Und genau, da wird man selbst nicht gesehen, aber die Kamera sieht dann halt die Objekte, halt auch in diesem speziellen Infrarot-Aufnahmeformat. Ne? Ja, es funktioniert so, dass im Prinzip da der Infrarotfilter rausfährt, ja. Und dann sieht die Kamera eben diesen Bereich, der an sich ja für uns unsichtbar ist, der landet auf dem Sensor und wird ausgewertet. Und man kennt ja diese Ästhetik dieser Aufnahmen, das ist natürlich was Besonderes, aber du hast schon gesagt, in speziellen Bereichen ist es natürlich hochinteressant, auch gerade in der Kombination mit dem, was die Kamera sonst zu bieten hat. Jetzt haben wir auch, jetzt wollte ich nochmal weitergehen, was jetzt, wie kriegen wir das Ganze jetzt auf die Aufnahme rauf? Speicherkartenmäßig haben wir die gleichen wie bei den Alphas und bei der FX6 verbaut, also SD-Karten oder Tiefe Express Typ A, auch diesen dualen Doppelkartenslot für Backup-Aufnahme oder fortlaufende Aufnahme. Ja. Was für Aufnahmeformate gibt es da? Die gleichen wie bei der FX3, ja, also mit MP4-Container. Mhm. Und da wird es nächsten Sommer ja auch nochmal ein Update geben, weil MXF-Format ist ja weiterhin auch beliebt und braucht man bei der einen oder anderen Infrastruktur halt auch. Das wird als Update vorhanden sein im nächsten Jahr, auch mit Interlaced-Version. Ne? Da kann man die dann auch nehmen. Und ja, sonst vielleicht, aber vielleicht an der Stelle für unsere vielen IDIOS-Anwender. IDIOS ist es wurscht, der frisst beides, also den einen Container und den anderen. Aber es gibt eben tatsächlich Programme oder bestimmte Strukturen, wo man zwingend eben dann die eine Struktur haben muss. Und deshalb ist das erforderlich für manche. Ja, vielleicht nochmal zum FX3-Codec. Ja. Der ist ja richtig gut und richtig universell. Ich habe die Longop-Version, also die komprimierte Version, die weniger komprimierte, die Intra-Version, die gibt es da. Es gibt alles als 264er-Version, ja, Codec oder auch die hochmoderne 265er-Variante. Mhm. Also wirklich universell einsetzbar, für jeden Geschmack was dabei. Ja. Und das kann man halt schön auf die Karten aufnehmen. Wie gesagt, bis 4K 120p ist das dann möglich. Ja. Oder in Full HD ist ja auch die Zeitlupe möglich, um da dabei zu bleiben. Da geht es bis wie viele Frames? Bis 240 Bilder pro Sekunde, ja, genau. Das ist, wie gesagt, schon etwas Besonderes bei dem Gerät. Und wir nehmen ja nicht nur auf heutzutage, wir machen ja auch Livestreaming. Das ist auch mit integriert, also die ganzen Netzwerkgeschichten. Da haben wir die Protokolle RTMP, RTMPS sowie halt auch SRT, was auch für Social Media oder halt auch für die Enterprise-Anwendung interessant ist. Und wir können natürlich auch die Dateien hochladen über FTP. Das geht natürlich auch. Ja? Ist auch weiter möglich. Thema Audio. Vierkanal-Audio hatten wir ja schon bei der Z190. Ja. Haben wir jetzt auch so ein klein bisschen erweitert. Ist weiterhin Vierkanal-Audio und alles halt auch, alle Eingänge separat konfigurierbar und zuweisbar zu den Kanälen. Was haben wir an Eingängen? 2 XLR. Auch jetzt ein 3,5 mm. Eingang gleich neben den XLR und unseren berühmten MI-Schuh, wo wir auch nochmal eine XLR-Einheit draufpacken können oder auch unsere UWPD-Serie. Ne? Unsere Funkstrecken gehen auch wunderbar drauf, ohne Kabel ganz einfach draufzusetzen. Also theoretisch kann man eben mit dieser Erweiterung kann man auch wirklich 4 XLR-Anschlüsse dann haben, genau, und eben auch die Konfigurierbarkeit, da gibt es jetzt nicht mehr so Einschränkungen, sondern ich kann das wirklich zuweisen, der eine Kanal geht dahin und so weiter. Ne? Das ist ja typisch für diese Camcorder, ne? Die sind ja im Bereich Audio von den Einstellungen sehr stark, was ja bei den kleineren Kameras, bei den Alphas oder bei der FX3 immer sehr gewünscht ist, dass man da auch diese ganzen Feineinstellungen machen muss. Da muss man alles oder macht man alles über die Hardware. Hier kann man das auch im Menü alles zuweisen, separat und viele, viele Feineinstellungen übernehmen. Ja. Ich habe jetzt mal ein ganz wichtiges Thema. Ich würde sogar sagen, eins, was vollkommen entscheidend ist. Und das ist ja die Frage, manche rümpfen so ein bisschen in die Nase und sagen, ja, sein Camcorder hat so eine Camcorder-Optik, also Video und so, ja. Und das ist natürlich, wenn man ehrlich ist, ist das auch so, ja. Die Camcorder bringen halt immer nicht so diese ganze Color Science mit, die die großen, schönen Kameras haben. Und da habt ihr euch jetzt Folgendes gedacht bei dem Gerät? Ja. Dadurch, dass sag ich mal, auch alles immer mehr zusammenwächst. Das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei den Anwendern so, ja, dass die auch verschiedene Anwendungen drehen, aus dem Bereich Cinema, Dokumentation oder halt auch aus dem News-Bereich. Und da hatten wir heute auch schon viele Leute gesagt, wir haben FX6, FX3, wir nehmen den aber noch dazu. Dann sind wir wirklich sehr universell aufgestellt und die können die aber auch gleichzeitig einsetzen. Weil die Camcorder, die haben auch die Cine-Profile, wie zum Beispiel die fertigen S-Cineton
aber auch mit S-Log 3 könnte man hier einstellen. Und umgekehrt haben wir das ja jetzt auch durch die ganzen Updates bei FX3, FX6 integriert, dass da die speziellen 709 Tonprofile halt auch mit vorhanden sind. Also Matching ist viel einfacher dann mit diesen Geräten möglich. Ja. Und also, weil es so wichtig ist, muss ich das einfach nochmal sagen. Der S-Cinetone, das ist ja so ein Profil, was einfach ein guter Kompromiss ist zwischen der hohen Dynamik und einem ausgewogenen Bild. Und man stellt es ein und das Bild schaut einfach, Entschuldigung, es schaut einfach gut aus. Ja? Das ist, ist fertig. Also es ist wunderbar. Es sieht ästhetisch gut aus. Und das, man ist eben von der Camcorder-Optik, ist man hier entfernt. Man muss jetzt nicht riesenhaft graden und Lookup-Table hin und sonst was. Natürlich ist es nett. Weil der kann das alles. Der kann 10-Bit, 422, ja. Ja, der hat die hohen Bitraten. Auch das ist ja neu. Das hatten wir ja eben früher bei der Z150. Da war das Maximum 100 Mbit, ja, in so einem Longop-Format in 420, 8-Bit. Ja, das kann man in HLG auch machen. Das kann man aber ehrlich gesagt nicht vergleichen, wenn man eben diese feine Abstufung hat. Der Camcorder bringt das mit. Und damit ist eben die Lücke auch vollkommen geschlossen, wie du schon gesagt hast, zu den großen Modellen. Und natürlich ist es so, dass ich, wenn ich jetzt Setups habe, wo ich mehrere FX6en habe, passt der optisch trotzdem mit rein. Vielleicht nicht in dem gleichen Bildausschnitt. Ne? Also wenn ich jetzt lauter Nahaufnahmen habe, die also wahnsinnig aufblumen, aber dann setze ich den halt für eine Halbtotale oder für eine Totale ein und es schaut einfach so aus, als wäre es aus einem Guss. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz großer Unterschied. Der ist ein Camcorder, aber er hat eben nicht mehr die schlechten Attribute eines bisherigen Camcorders, sondern er macht das, was jetzt Spaß macht. Also ja, es ist, glaube ich, schwer zu verbergen. Ich bin total begeistert. Ich habe einfach viel zu lange auch auf dieses Gerät gewartet. Das Schöne ist aber, jetzt wo es da ist, ihr habt echt einfach nochmal eins draufgepackt. Ich wäre mit weniger zufrieden gewesen, aber ich muss sagen, ich bin wirklich happy. Ich habe es ja auch vorhin in die Hand genommen und also es fühlt sich sofort zu Hause an. Ja? Also jeder, der halt bisher einen Camcorder hatte, kann damit drehen, nur jetzt schauen die Bilder besser aus. Ja? Ich habe nicht mehr die Einschränkungen, dass ich eben nur 25 oder 30 Bilder in 4K habe, sondern ich kann alles machen. Und ich habe auch diesen Weitwinkel, der bei 24 anfängt. Das sind alles Sachen, Mensch, klasse. Also wirklich, es macht Spaß. Genau. Und wir haben ja jetzt über die ganzen neuen Features und Eigenschaften erzählt. Es ist aber auch wiederum sehr viel Feedback eingeflossen, was das ganze Handling angeht, den ganzen täglichen Workflow. Wo denn doch mal ein bisschen robusterer Anspruch halt auch von den Leuten ist, weil das vielleicht doch nicht ihrer ist, weil er geliehen ist. Ja. Und da sieht man schon eine Schraube, um die Audioeinheit, die Halterung schnell zu wechseln, entweder vorher, damit es nicht zerbricht, oder wenn es zerbrochen ist, man schnell ersetzen kann. Das Display, das kann man drehen in alle möglichen Richtungen, dass man auf dem Stativ auch von der Seite raufschauen kann. Ja. Den Sucher, den kann man auch mal runterklappen für den Transport. Also sehr viel Feedback. Vielen Dank auch nochmal an alle, die dann da waren und uns das gegeben haben. Ja. Das ist halt auch hier mit eingeflossen. Ja. Nee, also man sieht es, man fühlt es. Also auch hier diese Rundung hier hinten, das ist ein bisschen was Organisches. Bei dem Sucher ist ganz klar, also dass das integriert ist mit dem Sonnenschutz, das ist schon mal super, dass man ihn auch so einfach wegnehmen kann. Wir sagen, ich brauche den nicht, weil ich drehe immer nur innen. Oder auch eben, dass man halt den auch in Positionen bringt, die man halt vorher einfach nicht zur Verfügung hatte. Das ist alles sehr, sehr schön. Wunderbar. Muss ich wirklich sagen, ja. Also, wie gesagt, ich muss es wirklich so sagen, diesen Camcorder kann man wirklich jedem empfehlen. Ja? Macht geile Bilder, er ist einfach zu bedienen, im Zweifelsfall selbst alles auf Automatik. Das ist wirklich immer noch ein gutes Bild. Ja? Also die Zeiten, wo ein Camcorder halt immer nach Camcorder auch aussah, die sind tatsächlich mit dieser Serie, muss man sagen, Z200 und NX800, ist es vorbei. Und der Reiko, da muss ich sagen, Dankeschön, weil bitte. Das weiß der Reiko nämlich auch. Ich rede nämlich seit Jahren an ihn hin und erkläre ihm, was ihn braucht. Und er sagt, ja, stimmt, ja, habe ich schon mal gehört, ja, ja. Ja, und jetzt ist er da. Dankeschön. Wir leiten das immer weiter und jetzt kam die Entscheidung und jetzt sind die beiden da. Ne? Ich wollte es ja nochmal sagen, zwei Modelle haben wir da. Genau. Vielleicht auch nochmal ganz kurz zum Unterschied. Preislich ist vielleicht auch eine gute Einordnung. Ja. Der kleinere, der NX800, der jetzt verzichtet auf den 12G SDI, der hat aber natürlich ein HDMI 2.0, also da kommt ja quasi das gleiche Signal raus von der Qualität, nur ist eben nicht das Signal so gut verlängerbar, wenn ich es jetzt mit dem BMC-Kabel vergleiche. Ja. Dann eben das die Timecode-Funktion, um das zu matchen, und dann haben wir eben diese MXF-Funktion, die nett ist, aber die jetzt vielleicht nicht unbedingt erforderlich ist. Diese Unterscheidung führt wozu im Preis? Wo sind die beiden Modelle? NX800 startet bei 3.000 Euro netto. Und die Z200 bei 3.700 und ist schon seit einer Woche verfügbar.
Ne? Das ist doch mega. Ja. Also am besten gleich kaufen, Spaß haben und sich freuen. Schönes Schlusswort, oder? Wunderbar. Ja. Also danke, Reiko. Bitte, bitte. Für die Kameras und dass du dir wieder Zeit genommen hast und dass wir hier illegal in den Kulissen am Sony-Stand drehen konnten. Und bis zuletzt hat uns keiner rausgeschmissen. Also auch dafür danke, Sony.